Hallo meine Pyrofreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute für euch das Mission 9 Raketenset von Komet. 9 Raketen, die richtig abgehen, steht hier drauf als Beschreibung. Wir haben einmal eine Special Rakete anscheinend, das ist die Skybreaker. Dann haben wir die Dynamite, ja. Dann die Titan Rakete und hier unten nochmal viermal die Twister Rakete. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den kleinsten, mit den Twistern an da unten. Ich stelle mal kurz die Flasche ein bisschen um. Und dann geht's los mit der Twister-Rakete. Schauen, ob sie Zerleger hat. Sieht mir nicht danach aus. Aber man weiß ja nie. Ne, hat natürlich keinen Zerleger. Auf jeden Fall richtig schön. Jetzt machen wir weiter mit der Titan-Rakete. Denke ich, die hat auch keinen Zerleger. Los geht's. Ne, hat auch keinen Zerleger, aber einen schönen Effekt hat es auf jeden Fall. Und dann haben wir noch die Dynamite-Rakete. Die, denke ich mal, sollte eigentlich mal einen Zerleger haben. Wäre auf jeden Fall geil, wenn die jetzt mal einen Zerleger hätte, sonst hätte nur eine Rakete einen Zerleger. Schauen wir mal, was die so kann. Ja, ist richtig schön, das Zerleger. Und jetzt kommt gerade ein Auto, deshalb machen wir kurz einen kleinen Cut. Und jetzt geht's weiter mit der Skybreaker-Rakete. Die größte in diesem Set. Schauen wir mal, was die so kann. Los geht's. Alter, geht die hoch. Nicht im Ernst, oder? Das war ein lächerlicher Effekt. Oh! Wow, 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 wow. Ist die Hülse gerade hier runtergeschossen? Die hat einen ordentlichen Schnitt da drin. Schaut euch das mal an. Was ist das denn? Ach, das ist der Raketentreiber. Der Raketentreiber, hier ist die Rakete. Ich hätte mir eigentlich vorgestellt, dass die einen richtigen Zerleger hat. Aber ich denke, da machen wir doch nochmal eine Dynamite-Rakete, oder? Oh. Wenn die einen Zerleger hat, dann... Ich weiß nicht, wie teuer war das halt überhaupt? Wahrscheinlich so 8, 9 Euro, ne, denke ich mal. Für 9 Raketen. Wären 9 Euro schon angebracht, aber ich finde, die Raketen sind nur zum Vorschießen vielleicht ganz gut, weil, ganz im Ernst, so wenig Zerleger. Jawohl, sehr schön. Sehr schöne Zerleger da bei der Dynamite-Rakete, aber die anderen haben leider nur einen Shit-Effekt. Aber im Großen und Ganzen gefällt mir das Set ganz gut. Zum Vorschießen immer mal ganz schön. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.